Moin moin liebe Leute, ich bin's Christopher von Couch Castle und wir haben uns hier heute alle versammelt, denn Weihnachten ist durch und ich habe auf der Internetseite ein Gewinnspiel für euch alle gemacht und von der überwältigenden Teilnahme, was ganze 5 Leute waren, habe ich jetzt alle Namen in dieser kleinen Kiste hier und heute wird ausgelost, wer unser Bundle gewinnen wird aus 4 CDs, die ich hier bereits in diesem Umschlag habe, der direkt morgen in die Post gehen wird. So, die Gewinnchance liegt bei 20%. Das heißt, eigentlich sollte es recht einfach sein, teilzunehmen. Noch schnell schlucken. So, Beste. Dann wollen wir doch mal gucken. Ich schüttel durch. Das Losverfahren habe ich gewählt. Damit es nicht zu Sympathiewahlen kommen kann, also damit, es haben viele Leute mitgemacht, viele Leute, die ich auch kenne, ja, viele Leute, 5 Leute, die ich auch tatsächlich fast alle kenne, und ihr habt sehr schöne Texte geschrieben, aber ich habe mich am Ende für das Losverfahren entschieden, da, wie gesagt, keine Sympathiewahl kommen soll und sich keiner schlecht behandelt fühlen soll von unserer Internetseite, oder meiner vielmehr. So, dann ziehe ich mal unseren Gewinner, wie ihr seht. Alle Zettel sehen gleich aus. Also, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer der Glückliche sein wird. Ich bin nur der Weihnachtsmann. Ich mache Augen zu, ich fummel durch, ich greife rein. Und ich werde jetzt den Glücklichen ziehen. Der Glückliche ist... Dadan, sei dir... Viel Glück, also nee, nicht viel Glück, viel Spaß mit dem... Bundle. Ich werde es morgen losschicken. Die restlichen, damit sie sehen, dass ich jetzt nicht hier noch 4-mal drin habe, zeige ich noch ganz kurz einen weiteren Zettel. Als zweiten Zettel hätten wir Nikolas Hoff gehabt. Sorry, Knicky. So läuft das manchmal. Ja, auf jeden Fall hast du da dann dieses Bundle gewonnen. Ich hoffe, du freust dich über 1-2 CDs, ansonsten hast du 4 wunderschöne Geburtstagsgeschenke oder fürs nächste Weihnachten irgendwas zu verschenken. Noch eine kurze Ankündigung. In Folge oder nach diesem Video wird es noch weitere Videos geben, Interviews von mir und einigen Bands. Die sind bisher noch nicht online gegangen, denn mir war der Computergott nicht ganz hold. Das heißt, ich bin jetzt wieder up to date mit meiner Technik. Heißt so viel wie, mein Computer läuft wieder, ich habe ein vernünftiges Schnittprogramm, ich habe eine Videokamera, ich habe meine Daten und in nächster Zeit werden einige Videos hochgehen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Es werden natürlich noch weitere Interviews kommen, wie beispielsweise am 28.01. habe ich ein Interview mit Chris Motionless, beziehungsweise mit Motionless and White, und ich bin auch schon total aufgeregt. Ich freue mich sehr. Wenn ihr die Videos guckt, nicht lachen, mein Englisch ist manchmal nicht ganz perfekt. Ich bin ziemlich aufgeregt, denn ich sitze da vor ziemlich... berühmten Leuten. Also das muss man leider akzeptieren. So ist das halt. Ich akzeptiere es auch. Ich verbessere mich und versuche etwas fließender und ohne dieses ganze Gehacke zu reden. So, ja, ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Trinkt nicht zu viel, hört die richtige Musik und ich hoffe, wir sehen uns alle unversehrt 2013 wieder. Guten Rutsch ins neue Jahr, reingehauen. Prost!